Am 3. Oktober diesen Jahres, also am Na unserem Nationalfeiertag, war in Berlin eine Friedensdemonstration, wo sich sowohl im Nahen Osten als auch in der Ukraine endlich für einen Verhandlungsfrieden ausgesprochen. Beide diese Kriege beliefert Deutschland massiv mit Waffen. Also in der Ukraine unterstützt Deutschland die ukrainische Regierung, die sich seit über 2 Jahren Friedensgesprächen verweigert. Und im Nahen Osten, da unterstützt Deutschland Israel, was gerade einen Angriffskrieg auf den Libanon gestartet hat, was den Iran, was Syrien andauernd völkerrechtswidrig angreift, genauso den Jemen. Also Israel zündet da gerade überall und was gerade einen Völkermord in Gaza ausführt. Sarah Wagenknecht hat sich auf der Friedensdemo auch zu dieser deutschen Politik geäußert. Wir schauen uns ihre Rede hier mal in Gänze an. Ich werde sie relativ wenig unterbrechen. Ich meine, sie ist ja die bekannteste Rednerin hier auf der Friedensdemo und sie hat, glaube ich, auch mit dazu beigetragen, dass da letztlich über 40.000 Leute erschienen sind. Also ich nehme mal an, Sarah Wagenknecht wird nicht so viel sagen, dem ich hier widersprechen kann. Liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, dass wir heute hier alle hier sind, dass ihr alle heute hier seid, dass ihr hergekommen seid, dass ihr heute mit uns gemeinsam für den Frieden demonstriert. Es ist das dritte Mal, dass wir jetzt in Berlin eine große, große Kundgebung haben und wir werden lauter und wir werden mächtiger und wir merken, es gibt immer mehr Menschen in unserem Land, die machen das nicht mehr mit, dass man ihnen erzählt, Waffen retten den Frieden und sie machen es auch nicht mehr mit, dass man ihnen erzählt, Aufrüstung ist sicher, ist für unsere Sicherheit. Und deswegen ist es großartig, dass ihr heute hier seid. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ich möchte auch sagen, ich finde es sehr gut, dass wir heute diese Breite, diese politische Vielfalt auch hier bei den Rednerinnen und Rednern haben. Ich möchte mich wirklich bedanken, auch bei Peter Gauweiler, dass er hier so eine kämpferische Rede gehalten hat. Ich muss sagen, das ist doch großartig und zeigt, dass auch auf der konservativen Seite des politischen Spektrums Menschen, viele Menschen sind, die ganz klar sehen, in welchen Irrsinn uns diese Kriegspolitik führt. Aber ich möchte auch sagen, ich habe auch großen Respekt vor Ralf Stegner, dass er heute hierher gekommen ist. Die Rede von Stegner, auf die reagieren wir nachher auch noch. So viel vorweg. Stegners Rede war wirklich katastrophal. Also der ist auf eine Friedensdemonstration gekommen, um erstmal ein Plädoyer für Aufrüstung zu halten. Aber schön, dass er da war. So kann man es natürlich auch formulieren. Ist besser als die ganzen SPDler, die ihn dann dafür angegriffen haben, dass er überhaupt dort geredet hat. Also die da mit diesem Kontaktschuldvorwurf gekommen sind. Die zwar gesagt haben, okay, du hältst hier eine Rede für Aufrüstung, aber doch nicht mit der bösen, bösen Sarah Wagenknecht zusammen. Also das darfst du schon mal gar nicht. Obwohl das ja ein breites Bündnis war, dass Politiker von CSU, SPD, BSW, auch von der Linken eingeladen hat. Also nur von der AfD und von den Grünen war keiner da. Also mir fällt jetzt keiner von den Grünen ein, zumindest. Und das war für ihn kein einfacher Auftritt. Ich teile vieles nicht, was Ralf Stegner sagt. Und er hat auch über mich das eine oder andere gesagt, was ich nicht besonders sinnvoll fand. Und trotzdem muss ich sagen, und ich bin auch der festen Überzeugung, und das bedauere ich, dass die SPD von Scholz und Pistorius sicherlich nicht Teil der Friedensbewegung ist. Aber ich bin froh. Ich bin froh über jede Stimme in der SPD, die sich für einen anderen Weg ausspricht, weil es ist so wichtig, dass es diese Stimmen gibt, weil wir brauchen sie, damit wir ein Naja, also da würde ich gleich schon mal widersprechen. Brauchen wir nicht, also die SPD, die ist ja ganz klar auf Kriegskurs, da braucht es keine andere Stimme, es braucht keine SPD mehr. Also die SPD ist das Problem. Es wäre gut, wenn niemand mehr die SPD wählen würde. Das wäre die Lösung. Also jetzt kann man natürlich nicht auf so einer Friedensveranstaltung, wo Politiker aller Parteien sind, so eine parteipolitisch geprägte Rede halten, obwohl Stegner es gemacht hat, Wagenknecht spricht sich hier für Versöhnung aus, aber. Ja, man kann es doch hier ganz klar sagen, es wäre gut, wenn es die SPD nicht mehr gäbe, wenn die SPD nicht mehr in Regierungsverantwortung wäre und sie diese Kriegspolitik nicht mehr fortsetzen könnte.
einen anderen Weg erreichen können. Und damit eben diese Linie von Pistorius, von Scholz und anderen, die blind das tun, was ihnen irgendjemand in Washington sagt, die wirklich nicht mehr daran denken, was im Interesse unseres Landes ist, dass diese Linie nicht so weitergehen kann, das halte ich wirklich für ganz, ganz wichtig. Und wir brauchen jede Stimme, die hier für einen anderen Weg steht. Wir sind ja heute hier am 3. Oktober, an dem Tag, an dem damals die deutsche Wiedervereinigung stattgefunden hat. Und es ist ja schon auch angeklungen, ich möchte es aber hier auch noch mal sehr, sehr deutlich sagen, an so einem Tag möchte ich auch, dass wir noch einmal mit Dankbarkeit an Michail Gorbatschow denken, der diese Wiedervereinigung immerhin ermöglicht hat, der damals auch den Umbruch in ganz Osteuropa ermöglicht hat, weil damals die Sowjetunion ihre Truppen, ihre Soldaten zurückgezogen hat, ohne dass ein Schuss fiel, ohne dass man sie dazu zwingen konnte, der die Hand gereicht hat zum Frieden. Und ich erinnere mich noch an die Zeit damals, der Kalte Krieg war vorbei, die Raketen verschwanden, man hatte das Gefühl, endlich Frieden, endlich keine Angst mehr vor Krieg. Und wo stehen wir heute, 30 Jahre später, wieder in einer Welt, die in Flammen steht, wo im Nahen Osten ein großer Krieg droht, wo in der Ukraine seit 2,5 Jahren ein schrecklicher Krieg tobt, der sich auszuweiten droht, aus dem ein großer europäischer Krieg werden kann. Wir stehen wieder davor, dass US-Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden sollen. Und uns wird erzählt, dass alles normal und da brauche man nicht zu protestieren. Mein Gott, das ist doch ein Wahnsinn. Nein, wir dürfen nicht weiter in diese Richtung gehen, weil es ist verdammt gefährlich, was da passiert. Und ich muss sagen, ich finde es auch entsetzlich, wie in unserem Land inzwischen diskutiert wird, wie Leute niedergemacht werden und diffamiert werden, wenn sie für Verhandlungen werben und für Diplomatie, wie sie hingestellt werden als Stimme des Kremls, als Putins Pressesprecher. Was für eine Schande für die, die so diskutieren. Ja, und im Falle des Nahostkonflikts als Antisemiten und Rechtsradikale. Obwohl Rechtsradikal, das ist überall der Vorwurf an der Regierung widerspricht, aber ja. Das ist aktuell die Rhetorik, die gegen jeden gefahren wird, der sich einfach nur eine friedliche deutsche Außenpolitik wünscht, die ihm keine Waffen in Kriegsgebiete liefert. Nein, wir brauchen Frieden und wir brauchen Diplomatie und wir brauchen Verhandlungen. Und es ist toll, dass ihr euch alle nicht habt einschüchtern lassen, weil man hat doch versucht, diese Kundgebung zu diffamieren. Frau Baerbock zum Beispiel. Frau Baerbock hat sich ja jetzt zu der Aussage hinreißen lassen, also die von der Frau kommen ja immer so großartige, geistreiche Dinge. Da hat sie also jetzt nochmal gesagt, dass die Wahlergebnisse des BSW im Osten, das sei ein Sicherheitsrisiko für Deutschland, wenn die Menschen so wählen würden. Und da möchte ich mal sagen, an die Adresse von Frau Baerbock, sie hat da irgendwas nicht richtig verstanden. Ein Sicherheitsrisiko für Deutschland, das sind Leute wie Sie, Frau Baerbock. Das sind Leute, die auf die militärische Karte setzen. Das sind Leute, die uns immer mehr in Kriege hineinziehen. Die sind ein Sicherheitsrisiko für unser Land. Und um sie zu stoppen, sind wir heute hier, weil wir... Ja. Genau, durch diese US-Raketenpläne. Also wenn hier Mittelstreckenraketen mit extrem kurzer Vorwarnzeit stationiert werden, dann wird Deutschland die erste Zielscheibe in einem möglichen Atomkrieg. Dann bedeutet das die komplette Zerstörung Deutschlands. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht in Kriege hineingezogen werden. Und ich muss sagen, es ist doch teilweise eine Beleidigung unserer Intelligenz, was uns erzählt wird.
dass gesagt wird, Aufrüstung ist Sicherheit. Die Aufrüstung gewährleistet unsere Sicherheit. Ich habe mir mal die Zahlen angeschaut. Auf dem Territorium der NATO-Staaten leben 10% der Weltbevölkerung. Aber die NATO-Staaten kontrollieren aktuell schon 60% der globalen Militärausgaben. 60%, mehr als die Hälfte. 12-mal so viel übrigens wie Russland, das jetzt auch aufrüstet, das ja Krieg führt und das jetzt eine Kriegswirtschaft hat. Und trotzdem haben wir immer noch in der NATO 12-mal so viel Militärausgaben. Und da wollen sie uns weismachen, dass wir noch mehr aufrüsten müssen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Was glauben die, wie blöd wir sind? Wir lassen uns doch nicht für blöd verkaufen. Wir brauchen das Geld für Schulen, Krankenhäuser und unsere Leben und nicht für den Tod und für Waffen. Und ich muss auch sagen, ich finde es auch wirklich sowas von nervig, wenn man uns dann immer mit der ganz großen Moral daherkommt, mit den großen Wertekriegen, die da angeblich geführt werden, und dass man doch aus moralischen Gründen nicht mit Putin reden darf, weil der ist ja ein Verbrecher. Und ich sage ja, es ist für mich jeder Politiker tatsächlich ein Verbrecher, der einen Krieg beginnt. Das sage ich sehr, sehr deutlich. Kriege sind ein Verbrechen und deswegen muss es immer andere Wege gehen. Aber bitte schön, keine Doppelmoral. Wenn ein Politiker, der einen Krieg beginnt, ein Verbrecher ist, was ist dann mit all den US-Politikern, die die vielen, vielen Kriege in den letzten Jahren verantwortet haben, wo Millionen Menschen geschädigt wurden, wo es so viele Opfer gegeben hat? Schätzungsweise 4 bis 6 Millionen Tote mittlerweile durch die Kriege gegen den Terror, die die USA geführt haben. Sind das dann keine Verbrecher? Und sollen wir deswegen nicht mehr mit ihnen reden? Was ist das für eine irrsinnige Moral? Das ist doch keine Moral, das ist Doppelmoral. Und ich finde auch, dass gerade diejenigen, die hier uns immer so moralisch kommen, mit ihrer geheuchelten Empathie, dass die sich jetzt besonders geoutet haben in ihren Äußerungen zum Krieg, zu dem entsetzlichen Krieg im Nahen Osten. Wo plötzlich die Empathie mit den vielen, vielen Opfern, wo ist diese Empathie? Man hört nichts davon. Und ich sage auch da sehr, sehr deutlich, ja. Ja, weil es ihnen Heuchler sind, weil das Heuchler sind, weil ihnen menschliches Leid vollkommen egal ist. Das sieht man angesichts des israelischen Völkermordes in Gaza, das sieht man angesichts der tausendfachen Ermordung von Zivilisten im Libanon, die bei massenhaften Bombardements auf Wohngebiete in Beirut gestorben sind. Also da verteidigen hiesige Moralapostel das dann noch als Terrorbekämpfung. Also eindeutig völkerrechtswidrige Angriffe auf fremdes Staatsgebiet. Islamistischer Terrorismus, der ist eine Gefahr. Die Massaker der Hamas, die waren abscheulich. Und wenn Menschen jubeln, wenn der Iran Rakete nach Israel schießt, dann ist das menschenverachtend. Das sage ich auch ganz deutlich an dieser Stelle. Ja, genauso menschenverachtend ist es, wenn Menschen über irgendwelche israelischen Angriffe auf den Iran jubeln. Also das muss man auch sagen. Krieg ist immer menschenverachtend. Und diejenigen, die ihn fortsetzen wollen, die sind das immer bei jedem Krieg. Und trotzdem möchte ich auch sagen, wer zu den furchtbaren Kriegsverbrechen im Gazastreifen schweigt, wer zu 40.000 Toten schweigt, darunter 20.000 Kindern, der soll mir nicht damit kommen, dass er moralisch ist. Nein, das ist Heuchelei. Auch dieser furchtbare Krieg, der muss endlich beendet werden. Und wir dürfen auch nicht schweigen zu endlosen Provokationen der Regierung Netanjahu.
die nicht die Sicherheit Israels erhöhen, sondern die im Gegenteil auch viele Menschen in Israel gefährden, weil sie dort zu einem riesigen barbarischen Krieg führen können. Und deswegen gilt auch für den Nahen Osten, es muss endlich eine Verhandlungslösung geben, die die Interessen aller Seiten berücksichtigt. Es muss endlich der Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung eingeschlagen werden, sonst wird... Ja, die ist vom Tisch. Also das kann man sagen, die Zwei-Staaten-Lösung, die ist vom Tisch. Das Westjordanland ist so durchzogen von israelischen Siedlungen, dass dort kein lebensfähiger palästinensischer Staat entstehen könnte. Der Gazastreifen ist unbewohnbar gemacht, 80% der Gebäude sind zerstört. Die Bevölkerung leidet in Gänze unter Hunger, es breiten sich Krankheiten aus. Also es wird keinen palästinensischen Staat geben. Was ist der aktuelle Stand? Der Krieg nicht enden, sonst wird das Töten nicht enden. Und es darf doch auch nicht sein, dass man uns erzählt, dass man Terroristen mit Terror stoppt. Wo ist das jemals auf der Welt gelungen? Terroristen werden durch Terror nicht gestoppt und durch Krieg, sondern sie werden stärker, wenn das Blut fließt, weil genau das schürt den Hass, den die Terroristen... Sehr guter Punkt. Die Hamas ist unter israelischer Militärbesatzung entstanden. Die Hezbollah ist unter israelischer Militärbesatzung entstanden. 1982 ist Israel nämlich in den Libanon einmarschiert, hat dort tausende Zivilisten massakriert, hat dort Flüchtlinge in Flüchtlingslagern umgebracht, hat dort zehntausende Menschen vertrieben. Und diese Menschen, die haben dann irgendwann begonnen, Widerstand zu leisten. Und daraus ist dann die Hezbollah entstanden. Also ohne wirklich brutales israelisches Vorgehen im Südlibanon, würde es heute kein Hezbollah geben. Christen brauchen und deswegen ist es der völlig falsche Weg. Und einen letzten Punkt möchte ich schon auch noch mal sehr, sehr deutlich sagen. Es gibt ja das schöne Zitat von Eva Maria Remarque. Ich dachte immer, jeder Mensch sei gegen den Krieg. Bis ich herausfand, dass es welche gibt, die dafür sind, besonders die, die nicht hingehen müssen. Und genau das erleben wir doch in den Kriegen dieser Welt. Und wir erleben es auch hier in Deutschland, wo uns diese ganzen Hofreiters, Strack-Zimmermanns, Giesewetters, alle erzählen, wie man Krieg führt und wie man Waffen liefert und dass man den Krieg nach Russland tragen muss und die gefährden unser Land dadurch. Und da muss ich mal deutlich sagen, was ich mir wünschen würde. Ich bin wirklich immer gegen Bodentruppen und Auslandseinsätze gewesen. Aber ein Bataillon der Kriegstüchtigkeitsmaulhelden hier in der Berliner Republik, die da uns immer in die Kriege treiben wollen. Ein solches Bataillon, das mal zu den Kriegen hingeht, das da mal eingesetzt wird, das vielleicht mal erlebt, was Krieg bedeutet und wie viel Leid und wie viel Schmerz und wie viel Opfer Kriege bedeuten. Ein solches Bataillon der Maulhelden, der Kriegstüchtigkeit, da können die ganzen Rockschack-Zimmermanns und Hofreiters und so weiter sich mal beweisen. Da wäre ich absolut dafür. Und vielleicht, wenn Sie zurückkommen, dann begreifen Sie, was Krieg heißt. Und dann stützen Sie vielleicht auch mal irgendwann unsere These, dass Kriege beendet werden müssen und dass wir Diplomatie brauchen und Verhandlungen. Und das ist wirklich das, womit ich auch heute schließen möchte. Wir müssen noch mehr werden, als wir sind. Wir müssen stark werden. Wir müssen eine ganz laute Stimme haben. Und wir müssen diese verdammten Raketen verhindern, die wirklich unser Land in die Ziellinie russischer Atomraketen bringen. Lasst uns das gemeinsam anpacken. Nein zu den US-Raketenplänen. Nein zu Kriegen und für Verhandlungen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, das ist auch fürs BSW bei der künftigen Beteiligung an Landesregierungen wichtig. Wenn man es nicht hinkriegt, da wirklich sein friedenspolitisches Programm durchzusetzen, da gibt es wenig Verhandlungsspielraum. Ich meine, man kann nicht halb für die Stationierung von Mittelstreckenraketen sein, da kann man nur dagegen oder dafür sein. Man kann auch nicht halb für Waffenlieferungen in die Ukraine sein, da kann man nur dagegen oder dafür sein. Man kann auch nicht zur Hälfte für die NATO sein, auch da kann man nur dagegen oder dafür sein. Wenn es da im BSW nicht gelingt, hier seine Position durchzusetzen, dann sollte es nicht in diese Landesregierung gehen,
selbst bin zwar kein Parteimitglied des BSWs, ich sympathisiere aber mit dieser Partei und hoffe, dass ja, das BSW nicht zu leichtfertig irgendwelchen Landesregierungen beitritt und dann eventuell Dingen zustimmt, die ihm selbst mehr schaden als nutzen und die es langfristig komplett seine Glaubwürdigkeit kosten. Das ist hier, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, gerade bei diesem Friedensthema. Und da muss das BSW auf Landesebene dafür sorgen, dass die ja, diese Gesinnungsschnüffelei des Verfassungsschutzes gegen die Friedensbewegung endet. Also der Verfassungsschutz nimmt ja die Friedensbewegung unter diesem Label Delegitimierung des Staates ins Visier. Das muss enden. Also entweder durch eine Komplettabschaffung des Verfassungsschutzes oder indem man dem Verfassungsschutz verbietet, Oppositionelle zu verfolgen. Also wie man das dann genau administrativ löst, ist mir relativ egal. Auf jeden Fall sollte der Verfassungsschutz nicht mehr ganz normalen Bürgern oder irgendwelchen Organisationen, die nichts anderes machen, als sich für Frieden einsetzen, hinterher schnüffeln. Also das kann man, glaube ich, so sagen. Ja, das geht jetzt mit dem Nahostkonflikt nochmal umso mehr, wo der Verfassungsschutz unter diesem Label, dass jeder, der jetzt gegen Waffenlieferung nach Israel ist, etwas gegen Völkerverständigung hätte. Also dass der Verfassungsschutz unter diesem Label Leute verfolgt. Also es ist, ja, es ist komplett absurd, was in diesem Land mittlerweile los ist. Und ich hoffe, dass das BSW da was dagegen setzen kann. Und sollte das nicht möglich sein, und ich glaube nicht, dass das mit CDU und SPD möglich sein wird, dann muss das BSW in die Opposition gehen. Dann muss das BSW aus der Opposition heraus weiter sich für Frieden einsetzen. Es darf sich ja keine Regierung beteiligen, die grundsätzlich auf Seite der Kriegstreiber steht. Und ja auch auf anderen Ebenen. Also es sind jetzt noch andere Themen, die jetzt hier bei der Friedensdemo, die ich hier nicht ansprechen möchte, die auch bei anderen Themen eine komplett falsche Politik machen.